Splitterfasernackt ist eine Mischform aus Splitternackt und Fasernackt. Skateboarden und DDR, das klingt für die meisten Leute irgendwie abwegig. Ist es aber so gar nicht eigentlich, weil auf so was wie Skaten kommen Kinder von ganz alleine. Und genug Beton gab's ja bei uns. Mit Amerika hat das nichts zu tun. Zu Hause war das mit den Rollbrettern einfach nur ein Spiel gewesen. Aber hier war das irgendwie anders. Da hast du gemerkt, dass da noch irgendeine Bedeutung mitschwingt. Unser enger Platz. Ja. Und wir konnten machen, was wir wollen. We've got nowhere to go. Oh, das ist bestimmt aus dem Westen. Jetzt ist er nicht mehr da. Wäre schön, wenn es einen besseren Grund geben würde, sich an die Zeit zu erinnern. Ich habe in meinem ganzen Leben keinen kennengelernt, der Regeln so gehasst hat wie Dennis. Der sich so an Autorität gerieben hat. Wenn ich an meine Kindheit denke, meine Jugend, dann denke ich nicht an DDR oder so. Ich denke an meinen kleinen, bescheuerten Bruder Dennis. An meine Freunde von damals. Ich sage ja, im Osten, das hat einfach alles viel länger gehalten. Yeah.